Aber erstmal hat der gute Mann alle osteuropäischen Sprachen in einen Topf geworfen, die sich ja doch unterscheiden. Und dann ist das einfach falsch. Das ist eine von der Lexik her vorwiegend romanische Sprache, vom Bau her eine agglutinierende Sprache, was untypisch ist für romanische Sprachen. Insofern ist es eher dem Ungarischen näher, auch dem Japanischen. Auch dem Chinesischen hat es da. Und dem Chinesischen insofern, als Esperanto auch isolierende Züge hat. Denn wir haben ja im Esperanto unveränderte Wortblöcke, die wir nebeneinander setzen könnten, selbst ohne Endungen. Nur Samenhof hat das selber mal erklärt, er hat die Endungen angefügt, damit Europäer, die die Struktur der Sprache nicht verstehen, also sich nicht so sehr verfremdet. Also Endungen wie fühlen. Für Substantiv. Ja, ja, genau. Nicht? Also ich könnte natürlich sagen, la dom, la dom est belle. Könnte ich sagen, wenn ich weiß, dass dom Haus heißt, belle schön heißt, als adjektivischer Stamm. Bei est ist es natürlich das Problem, da muss ich eben doch eigentlich eine Endung haben, um die Zeit wissen. Lieber? Um die Zeiten zu unterscheiden. Aber es gibt durchaus Ähnlichkeiten mit isolierenden Sprachen. Ja, auf jeden Fall, was die Unveränderlichkeit der Wortstämme betrifft. Denn es ist nicht ganz richtig, wie ich zuerst sagte, die agglutinierenden Sprachen haben zwar dieses Dominosystem, aber es gibt Beeinflussungen. Also es gibt Einflüsse des vorhergehenden oder des nach dem Stamm kommenden anderen Wortes auf die Struktur der Morpheme, auch was die Aussprache betrifft. Aber nicht in dem Maße wie bei flektierenden Sprachen, nicht der Mann, die Männer und Plural wird vielleicht zweimal ausgedrückt und so weiter. Also von der Struktur doch vorwiegend agglutinierend mit isolierenden Zügen und das haben wir eigentlich nicht in europäischen Sprachen. Gut, man könnte sagen, ja, im Englischen haben wir diese Entwicklung, übrigens, da komme ich auf eine Sache zurück, die Sie vorhin erzählten. Wenn ich das darf, was das ist ein hochinteressanter Gesichtspunkt, den Sie da erwähnen, dass doch, wenn man auf der Suche nach der perfekten Sprache ist und man so einem Biologismus verfällt, dass die Sprachen sich natürlich in Richtung Perfektheit entwickeln, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, dass man doch eigentlich dann eine wesentlich perfektere Sprache haben müsste, wenn das stimmt. Nun, es gibt sehr wohl Untersuchungen, die einen gewissen Fortschritt in der Sprachentwicklung deutlich machen. Also es gibt durchaus, also man kann an der Entwicklung der deutschen Dialekte oder der deutschen Urformen vom Gotischen über das Althochdeutsche bis zum Neuhochdeutschen nachweisen, dass das Flexionssystem vereinfacht wurde. Also durch den Gebrauch sind sehr viele Endungen einfach weggefallen, weil das einfach belastend ist im Laufe der Zeit. Sowas gibt es schon. Und wir können ja auch im Deutschen feststellen, dass es so eine Tendenz gibt, Vereinfachung in der Syntax und ich war ein paar typisches Beispiel, dass man die Ausrahmung rückgängig macht und sagt, ich komme an, wenn ich genug Zeit habe und nicht, ich komme, wenn ich genug Zeit habe, an. Solche Tendenzen gibt es. Und das ist eine Vereinfachung. Also es ist irgendwie klarer und man muss nicht so ewig warten, bis denn nun der Rahmen geschlossen ist. Aber dennoch sind das nur gewisse Tendenzen, die durchaus nicht dazu führen, dass die Sprachen unbedingt ständig perfekter werden. Aber natürlich, ich meine, auch in der Orthographie gibt es Vereinfachungstendenzen. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, die ja auch durchaus geplant sind. So ist es. Ne? Sie sind geplant, aber wenn die so schlecht geplant sind, wie das die Väter der jetzigen Orthographiereform machen, dass es also nur Protest gibt und sie ständig wieder was ändern müssen, das ist natürlich auch kein Beweis für kluge Sprachplanung, denn wir brauchen natürlich eine gute Sprachplanung. Gut, also das nur so am Rande, ja. Das wird auch genannt, das wird jetzt auf diesen Kulturbegriff vielleicht zurückkommen, in dem, das ist auch ein sehr häufiges genanntes Vorurteil, Esperanto hätte keine Kultur, beziehungsweise man würde, wenn man Esperanto verwenden würde, in der Europäischen Union jetzt als Beispiel, auf einen Einheitsbrei kommen, auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner, in dem man sich nur ausdrücken könnte. Also aus meiner eigenen Erfahrung, um das kurz einzustreuen, weiß ich, dass ich nach jetzt zweieinhalb Jahren, die ich mich selbstständig mit Esperanto beschäftige und das gelernt habe, mich weitaus freier und besser verständigen kann, als ich nach 6 Jahren Englischunterricht in der Schule hatte, oder 8 Jahren, ich weiß nicht, wie viel es waren, was ich vielleicht verstehe, aber auch nicht so frei sprechen kann. Ja.
Wie ist denn dieses Argument erstmal zu sehen? Ich meine, wir sehen ja hier schon eine ganze Menge Bücher, was ein Esperanto ist. Ich glaube, es gäbe keine Bücher, gerade Belletristik, wenn man nicht irgendwie eine Kultur hätte. Ja. Und kommen wir wirklich auf so einen Einheitsbrei, wenn man Esperanto verwenden würde? Naja, also zum Einheitsbrei würde ich jetzt mal ganz gerne anfangen mit dem Englischen. Also das heißt, eine Sprache, die als internationale Sprache verwendet wird. Und das Englische, es gibt ja nicht ein Englisch mehr. Nicht wahr? Es gibt die verschiedenen Englisch-Varianten, Neuseeland, USA und so weiter und so fort. Das ist eine Ebene. Die zweite Ebene, also ich rede jetzt nicht über die verschiedenen Bildungsgrade innerhalb einer Nation, nicht, die ja auch unterschiedlich die Sprache verwenden, aber ich meine jetzt mal so außerhalb dieses Rahmens. Und die zweite Ebene ist eben Englisch als Muttersprache oder Englisch als Lingua Franca, Englisch als internationales Kommunikationsmittel. Da ist nämlich, wenn ich Englisch als internationales Kommunikationsmittel auf Kongressen oder wo auch immer verwende, da ist nicht mehr sehr viel vom Shakespeare-Englisch da. Da ist nicht mehr sehr viel vom reichhaltigen Englisch, das der Oxforder spricht und wenn er literarisch gebildet ist und ich weiß nicht was, weil die Leute das einfach nicht verstehen. Das heißt also, es gibt da schon eine gewisse Tendenz der Vereinfachung des Englischen als internationales Kommunikationsbild. Also man könnte auch sagen, naja, also so fürchterlich viel Kultur ist dann da auch gar nicht mehr mit verbunden. Das ist natürlich ein Irrtum insofern, als ja die Trägernationen, muss schon im Plural nehmen, des Englischen Kulturnationen sind und natürlich die Sprache ständig bereichern und bereichert haben und so weiter und so fort. Nur das, was man dann verwendet als Kommunikationsmittel, das ist dann eine Auswahl aus diesem reichen Englisch. Eine Schnittmenge sozusagen oder ein. Ja, nicht wahr? Genau, weil ich ja nun nicht, wenn ich jetzt international kommuniziere, mich da ständig mit irgendwelchen Wortspielen und solchen Sachen brüsten kann, weil die anderen das vielleicht nicht verstehen. Also es ist schon eine Vereinfachung. Die Engländer mögen das übrigens gar nicht. Also so richtige Patrioten, die sehen das gar nicht gerne, dass Englisch als Lingua Franca verarmt. Weil ja eben dadurch, dass man Englisch eben in diesem internationalen Kontext schon auf einem schmaleren Niveau oder engeren, begrenzteren Niveau verwendet, eben diese Verarmung stattfindet. Ja. Und ja, er selber seine Sprache. Aber im Hintergrund ist natürlich eine große Kultur. Nicht? Aber die bleibt auch letzten Endes schon in der muttersprachlichen Sprachgemeinschaft. Ja, und auch als Reservoir. Das heißt, die Sprache muss natürlich irgendwo auch ständig ihre Bereicherung beziehen können. Nur was dann verwendet wird international, ist eine zweite Sache. Und wenn wir zum Esperanto kommen, gibt es nach meiner Auffassung in dieser Diskussion ein Missverständnis. Man sagt häufig, Esperanto hat keine Kultur oder Deutsch hat eine Kultur und Englisch hat keine Kultur. Also ich bin der Meinung, Esperanto hat natürlich keine Kultur. Nur Deutsch hat auch keine Kultur und Englisch hat auch keine Kultur. Die Sprachen haben keine Kultur. Die Sprachgemeinschaften haben die Kultur. Die Sprachen sind Träger der Kultur. Die sind Träger der Kultur. Und die Kultur reflektiert sich in der Sprache, wird in der Sprache reflektiert durch die verschiedensten Bedeutungen, durch die Bedeutungsanspielungen. Aber das alles funktioniert nicht, wenn es nicht Leute gibt, die die Sprache verwendet haben oder verwenden. Wenn sie verwendet haben und nicht mehr existieren, dann haben wir das fixiert in Büchern, Literatur, in Texten und so weiter und so fort. So, das heißt also, das erste Missverständnis ist schon mal zu beseitigen, die Sprachgemeinschaft hat Kultur. Die Sprache reflektiert, konserviert, und macht das auf ganz verschiedene Art und Weise. Und wenn ich zum Esperanto jetzt komme, dann sage ich also, wenn, wie Sie schon richtig sagten, die Literatur, wenn man die sich anschaut, nicht, dann haben wir auf der einen Seite übersetzte Weltliteratur, aber auch von kleinen Nationen. Wer kennt denn litauische Werke in deutscher Übersetzung? Oder ich finnische Kalevala. So ist es. Ich habe viele vietnamesische Werke in Esperanto gelesen. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, das in deutscher Übersetzung zu suchen. Gab es natürlich auch nicht auf Deutsch. So, das heißt also Weltliteratur oder auch Literatur, nicht, die nicht unbedingt Weltliteratur ist, sondern von anderen Völkern stammt, die also nicht diese Dimension, Weltliteratur jetzt mal als Begriff für die weltweit bekannte, rezipierte Literatur, Shakespeare etc., ist, die auch in Esperanto vorliegt. Also da hab ich schon einmal einen Teil der Weltkultur im Esperanto gewandt. Also kann ich Kultur konsumieren. Genau, übertragen. Nicht? Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist die, dass die Sprachgemeinschaft aus kulturvollen Leuten besteht und auch im Laufe der Zeit eine ganze Reihe in der Geschichte, eine ganze Reihe von Kulturelementen entwickelt hat. Nicht? Ob das verschiedene Treffen sind, ob das
Sitten und Gebräuche sind. Man muss ja auch so wie KB zum Beispiel. Natürlich, nicht wahr? Und man darf ja auch Kultur nicht so eng auf Kunst und Literatur begrenzen. Ja. Nicht? Also ich meine, Kultur ist ja eh so, ich meine, der Begriff, allein Kultur zu definieren, ja. Da fällt mir ein, Kultur ist das, was der Mensch geschaffen hat, vom Geiste her oder von ja, durch seine Arbeit her, durch die Arbeit her. Im Unterschied zur natürlichen, also zur genau. Natur. Wobei man dann auch, das ist ja interessant jetzt auch mit dem Argument künstlich und natürlich, da müsste ich ja sagen, wenn Kultur das ist, was ein Mensch geschaffen hat und eine künstliche Sprache ergo von einem Menschen geschaffen wurde, muss diese Sprache per se aus Kultur sein. Ist sie auch. Also das ist auf jeden Fall völlig richtig. Also jede Sprache ist ein Kulturprodukt, ein ist Kultur. Esperanto ist Kultur. Selbst ein Projekt, was nicht funktioniert, ist Kultur. Mhm. Ist das Ergebnis des menschlichen Schaffens. Mhm. Esperanto als Sprache ist erst einmal per se Kultur. Ein kulturelles Produkt. Ein kulturelles Produkt. Das Interessante ist ja auch, wenn wir jetzt andere Sprachen haben, es trägt auch alle anderen Kulturen sozusagen in sich und damit ist es vielleicht ja, ein kulturreicher. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ich meine, Esperanto ist natürlich... Ja, was man hineinbringt. Ja, und das, was das Tragen anderer Kulturwerte betrifft, genau, das ist abhängig von der Übersetzungstätigkeit und von der Übernahme und so weiter und so fort. Gut, kulturelle Werte ist wieder nochmal was anderes. Welche kulturellen Werte werden in der Sprachgemeinschaft angewandt? Aber man kann sagen, und das habe ich auch in einer Analyse jetzt mal ein bisschen gezeigt, dass es um das Problem geht, die Funktionen des Übersetzen für das Esperanto. Die Tatsache, dass sehr viel verschiedenartige Literatur ins Esperanto übertragen wurde, stellt eine größere Bereicherung für diese Sprache dar, als, um es mal grob zu sagen, für das Englische, ins Englische wird kaum was übersetzt aus anderen Sprachen, relativ wenig. Aber aus dem Englischen wird jede Menge übersetzt. Nicht? Also wo ist denn die kulturelle Bereicherung? Der kulturelle Fluss sozusagen. Der kulturelle Fluss, nicht? Und was ich also vor kurzem mit größtem Entsetzen gelesen habe, ist, dass also die amerikanische Gesellschaft für ihren Kulturkonsum, Kultur jetzt wahrscheinlich mehr in Richtung Literatur und Kunst und Musik und Film, alles ja, für ihren Kulturkonsum etwa 3% aus der Welt bezieht. Das ist ja sehr wenig. Das interessiert mich auch daran, ich habe als Vergleich jetzt gerade im Kopf, ich beschäftige mich in meinem Studium, ich studiere Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, auch mit interkultureller Kommunikation. Ja, ja. Und ich denke, dass auch gerade in diesem Anwendungsbereich Esperanto durchaus interessant wäre. Ja. Wir haben zum Beispiel, ich kenne jetzt auch aus persönlichen Gesprächen den Fall, wenn wir Migrantenfamilien hier in Deutschland haben, dass die häufig ihre Kultur weiterleben. Ja. Die sie mitgenommen haben aus der Zeit, wo sie hierher kommen, beispielsweise jetzt eine türkische oder eine russische Familie, ja. Aber in dieser Kultur verharren, weil sie keinen Kontakt mehr haben zu ihrer Heimat und wenn sie jetzt zurückkommen, zumindest in den größeren Städten dort, auf eine ganz andere Kultur treffen, als sie selber noch in Erinnerung haben und dadurch Probleme haben, einerseits hier, weil sie hier als fremdartig angesehen werden, aber auch in ihrer ehemaligen Heimat oder in ihrer alten Heimat, wo sie genauso fremdartig erscheinen oder nicht mehr aktuell, weil sich dort auch alles geändert hat. Völlig richtig. Das wäre also auch so eine Gefahr für eine Sprechergemeinschaft, wie es jetzt bei dem Englischen wäre, wenn ich quasi nur in meiner eigenen Sprechergemeinschaft bin, kulturell gesehen, und Sie sagten jetzt 3% quasi nur aus anderen Kulturen übernehme, dass ich also auch auf einem in der gesamtkulturellen Weltentwicklung, um das vielleicht so zu definieren, auch stehen bleibe. Ja, natürlich. Und das ist ja genau der Fall. Wir sprechen ja von der McDonaldisierung der Kultur. Sie finden ja ähnliche Fernsehprogramme in Afrika und in Tokio und in China, leider inzwischen auch schon, von Europa will ich gar nicht reden, ähnlichen Schwachsinn häufig. Das ist eine Verarmung der Kulturlandschaft. Es ist sehr schön, dass im Rahmen der Europäischen Union die Franzosen, auch andere, so eigene Filmfirmen gegründet haben, die eben andere Sachen fördern und nicht nur immer die amerikanischen Schinken. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt hervorragende amerikanische Filme, damit ich da nicht falsch verstanden werde. Aber es gibt eine Verarmung der Weltkultur, weil sie dominiert wird durch die englische Sprache. Und die englische Sprache ist Kanal für US-Kultur. Ich will ja gar nicht mal sagen, englische Filme, auch englische Filme sieht man selten. Also was da in Englisch in Großbritannien produziert wird, das ist nicht etwa so, dass wir das häufig sehen. Aus den USA kommt das. Ja. Nicht? Und um zum Esperanto nochmal zurückzukommen, da wird viel gemacht im literarischen Gebiet, das stimmt. Aber die Sprachgemeinschaft, die wie gesagt über 110, 120 Jahre bald existiert
und ihre Geschichte hat und ihre Niederlagen und ihre Verfolgung und ihre Perioden des Aufblühens und so weiter und so fort, hat diese spanische Sprachgemeinschaft reflektiert diese Dinge in ihrer Sprache, und zwar in solch einem Maße, dass es heute schon Romane, Originalromane gibt in Esperanto, wenn ich die übersetze, wenn es Deutsche, dann muss ich jede Menge Erklärungen anfügen, damit das der Nicht-Esperantist versteht, was da überhaupt gemeint ist als Anspielung. Nicht? Also beispielsweise, wenn ich sage, ja, La Verda Coro oder Julio Borghi und ich weiß nicht was, oder nur La Verda Coro mit Konnotationen, dann muss man eben wissen, dass ein bedeutendes Werk von Julio Borghi, ja, wer ist Julio Borghi, ein Originalschriftsteller, La Verda Coro heißt. Das grüne Herz. Genau, was nämlich in Sibirien entstanden ist. Nicht? Also gibt es Konnotationen, die man nicht entnehmen kann aus dem Text. Also muss ich dann denn ständig irgendwelche Erklärungen zu machen. Das ist natürlich in jedem Falle bei einer Übersetzung immer mehr oder weniger erforderlich. Also wenn ich für die deutsche Zielgruppe aus dem Japanischen was übersetze, und da habe ich den Shogun, also den Ritter, dann muss ich irgendwie erklären, inwiefern unterscheidet er oder ist er ähnlich für die deutschen mittelalterlichen Verhältnisse, oder viele Dinge der Kultur, die man einfach nicht wissen kann, die werden in einem guten Buch durch Anmerkungen oder durch eine Einführung oder irgendwie dann